Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Wir basteln heute zusammen diese Karte. Nicht erschrecken, wir machen ein bisschen eine andere Farbkombination. Ich hatte einfach nur die Idee, weil ich diverse Pusteblumenstempel gesehen hatte aus dem Pusteblumenset. Wünsche aus dem Garten, zeig's gleich auch nochmal genauer. Das ist mir eben so eine Idee gekommen von so einer artistischen Karte, einfach diverse Pusteblumenmotive übereinander mit noch so ein bisschen Textur dran. Und da ist diese Karte bei rausgesprungen. Die hier ist jetzt in Lila, das ist ein bisschen sehr expressionistisch. Man kann auch zum Beispiel einen etwas gedeckteren Pastellton nehmen, hier mal in Blau. Und wir basteln die jetzt, weil ich habe auch hier drüben etwas dunklere Farbkombinationen gebastelt. Ich zeige euch meine Beispiele, Projekte am Ende, die ich genommen habe. Und wir basteln jetzt aber einfach mal in Waldmoos einen ganz dunklen Grün, was garantiert auch toll dazu passt. Okay, also hier ist nochmal das Set Wünsche aus dem Garten, beziehungsweise, ja, ich zeige es gleich nochmal, wenn wir anfangen zu stempeln. Wir fangen nämlich an mit Farbkarton Grundweiß. Das hier ist noch ein letztes Mal Flüsterweiß, aber mein Grundweiß ist angekommen. Ich drehe euch ein Vergleichsvideo direkt im Anschluss zu diesem Video hier. Und wir machen nämlich ein bisschen einen Farbverlauf. Das heißt, ich schnapp mir eine meiner neuen Blending-Bürsten, Blending-Pinsel. Die sind total cool, die sind sehr weit oben, also sehr groß im Vergleich zu anderen und extrem weich. Also gefällt mir sehr gut und wir blenden damit ein bisschen Waldmoos. Die Idee ist, wir wollen das hier unten in die Ecke haben. Beziehungsweise, wenn man es umdreht, da. So, wie mache ich das? Ihr kriegt auch noch ein großes Infovideo, wie ich gerne diese Bürsten verwende. Aber für jetzt, man stippt die eben ins Stempelkissen ein, tupft ein kleines bisschen ab, dass es nicht ganz so krass wird. Und dann fängt man an, die zu setzen, einfach nur mit einer hauchzarten Berührung. Und dann kreist man einfach ein bisschen und drückt immer stärker auf und lässt quasi so die Farbe aus dem Pinsel raus. Ne? Also ich mache das einfach mal hier. Ich habe mir überlegt, ich möchte hier nicht ganz bis zur Ecke kommen, dafür hier oben auf der Seite über die Ecke raus. Na, also hier so eine schöne Kurve. Der Mathematiker würde sagen, das ist eine Hyperbel. Und ich gucke, dass ich hier nach unten mit einem ganz leichten Druck arbeite, dass wirklich ein ganz schöner Farbverlauf bis zu so einem ganz hauchzarten Grün entsteht. Und hier unten mache ich es dann immer mehr. Da kann ich ein bisschen fester aufdrücken. Ich kann nochmal nachladen. Und hier unten darf es dann wirklich ein bisschen kräftiger werden. Hier am Rand vor allem. Und dann da eben in dieser unteren Ecke volle Kanne das Grün. Das ist toll, wenn man mit so ganz dunklen Farben blendet. Die kann man nämlich, wenn man sehr vorsichtig ist, bis in die feinsten Farbnuancen hier oben verblenden und nach unten können die aber auch sehr, sehr, sehr intensiv werden. Deswegen blende ich gerne mit sehr dunklen Farben. Aber man kann natürlich auch mehrere Farben nehmen. Also wenn ihr jetzt ein pastelliges Lila nehmt, könnt ihr das hier benutzen und dann bringt ihr da unten halt noch ein kleines bisschen ein dunkleres rein. So, aber ich glaube, das passt sogar schon fast. Ich mache noch ein bisschen mehr hier unten an die Kanten, weil es kriegt natürlich dann auch eine Auflage in dem Waldmoos und damit sich die besser ergänzt, sollte es an den Rändern schon dem eigentlichen Waldmoos entsprechen. Und das ist ja sehr dunkel. Aber ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Ja, so lassen wir das. Wobei, hier unten können wir jetzt eigentlich auch noch so ein kleines bisschen machen, oder? Sonst sieht das so aus, als würde das so einfach irgendwie im Nichts aufhören. Ja, schon viel besser. Gut, also jetzt haben wir hier unseren Farbverlauf. Da müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren. Diese Pinsel kann man übrigens auswaschen. Ich werde mir noch ein zweites Set bestellen und gucken, dass ich ungefähr immer die gleichen Farbtöne zusammen benutze. Also der hier jetzt ungefähr für Grüntöne, aber nicht so sklavisch, dass ich sage jetzt nur Waldmoos mit dem, sondern nehme ich halt alle Grüntöne für. Aber die kann man auch auswaschen. Aber achtet drauf, die brauchen relativ lang, bis sie trocken sind, weil die Härchen so dicht aneinander sind und so viele Härchen sind. Ah nee, wieso mache ich dich zu? Ich brauche dich noch. Ja, also lange trocknen lassen. Gut, jetzt Stempelset. Wünsche aus dem Garten ist aus der Produktreihe Libellengarten. Da gibt es noch ein zweites Set und zwar nee, Grüße aus dem Garten heißen die, glaube ich, oder Wünsche. Jedenfalls gibt es diese beiden Sets, die zu der Produktreihe gehören und wir basteln heute nur mit dem da. Aber man könnte zum Beispiel auch dieses benutzen, man könnte auch hier eine Libelle draufsetzen, das sieht auch sehr schön aus. Man könnte auch dieses Gestrüpp hier benutzen anstatt von der Pusteblume, die wir jetzt nehmen, das sieht auch toll aus, kann man auch mal ausprobieren. Und die Sprüche passen natürlich auch immer perfekt, das heißt, ihr könnt auch mehrere verwenden, auch auf die Innenseite ein oder sowas. Also da könnt ihr beliebig austauschen, aber ich nehme heute mal nur dieses hier.
Und wir starten mit eben dem großen Pusteblumenstempel. Da geht auch toll dieses Gestrüpp aus dem anderen Set. Und das klatsche ich einfach mal volle Kanne hier so hin. Auf den goldenen Schnitt natürlich, wohin sonst. Sehr, sehr, sehr schön. Dann nehme ich noch diese Pusteblumenstängel, oder die so wegfliegen. Und die stempel ich einmal ab. Beziehungsweise die könnte man... Ne, ich stempel sie einmal ab. So, auch nur ganz hauchzart stempeln. Die fliegen hier einfach so ein bisschen weg. Was brauche ich noch gestempelt? Ich brauche noch ein extra Stück. Das habe ich nicht bereitgelegt. Das ist immer wieder typisch. Extra Stück weiß. Und ein Spruch. Ich habe hier die besten Wünsche. Das ist eben auch aus dem Set. Aber da sind zum Beispiel Danke von uns allen ist aus dem anderen drin. Oder nee, wir sagen Danke, du bist eine Inspiration. Das passt natürlich auch sehr gut auf diese sehr künstlerischen Karten. Lauter sowas. Also ihr könnt einen Spruch nehmen, den ihr wollt. Zusammen mit einem Etikett, was auch immer ihr wollt. Ich habe jetzt einfach mal eins ausgesucht, seht ihr gleich. Gut, und jetzt möchte ich da noch was drüber embossen. Jetzt überlege ich mir aber, reicht mir der Farbverlauf oder möchte ich, dass er noch ein bisschen intensiver wird? Ich glaube, ich möchte da nochmal drüber gehen. Ist mir noch ein bisschen zu viel Weiß auf der Karte. Heißt, ich schnapp mir nochmal meinen Pinsel und ziehe den Farbverlauf noch ein bisschen höher hier rein. Weil da soll nachher was drüber embossed werden in Weiß. Und damit das wirklich gut rauskommt, brauchen wir natürlich einen dementsprechenden dunklen Farbverlauf auf der Seite. Das heißt, wir machen hier noch ein bisschen mehr Farbe hin. Und nach unten hin, der dunkle Teil darf auch noch ein bisschen erweitert werden. Ja, dann kommt das Weiß hier gleich schöner raus. Gefällt mir besser. Mein Laptop rendert übrigens im Hintergrund das Video. Ich hoffe, also ein anderes Video, ich hoffe, man hört es nicht zu doll. So, jetzt hier ganz wichtig, man muss es eigentlich ein bisschen trocknen lassen, beziehungsweise ich benutze hier meinen Embossing Buddy, der ist für genau solche Sachen gut, weil eigentlich sollte man jetzt nicht anfangen, darüber zu embossen, weil die Tinte ist ja noch nicht ganz perfekt trocken. Aber wenn ich hier einmal mit dem Embossing Buddy drüber gehe, dann pudert das eben trocken. Jetzt hat es hier ein bisschen gestaubt. Und dann kann ich da auch trotzdem bedenkenlos drüber embossen. So, und embossen mache ich mit der Pusteblume aus dem Set. Das hier ist streng genommen immer noch so Löwenzahnblüten und hier ist es dann schon so, wie sagt man, verblüht oder sowas. Und dann ist es halt Pusteblume. Also hier Versamark Stempelkissen und dann hier volle Kanne rein. Tüt. Weißes Embossingpulver. Und dann erhitze ich das mal eben und schneide euch das raus. So, das ist geschmolzen. Jetzt sieht man auch schön, was ich gemeint habe. Also man braucht halt wirklich den dunklen Farbverlauf, um das gut zu erkennen. Und die Pusteblume hier soll auch unser Hauptaugenmerk sein. Und der Löwenzahn darf im Hintergrund ein bisschen untergehen, ruhig, durch eben die dunkle Färbung hier. Und das hier soll wieder gut rauskommen. Deswegen habe ich mich hier für diesen etwas dolleren Farbverlauf hier entschieden. Hier kommt nachher sowieso wieder was drüber. Gut, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Deko-Elemente. Ich gehe hier mal her und nehme mir noch aus dem Stanzform-Set, das dazu gehört, diese coole Pusteblume raus. Und auch nur mal die beiden, die habe ich auf den anderen nicht oft benutzt. Aber hier, glaube ich, funktioniert das gut, weil wir auch den grünen Farbkarton nehmen. Und dann schnappe ich mir meine Mini-Stanz- und Prägemaschine mit der purpurnen Platte, weil ihr wisst, Stanzen ist purpur. Und als allererstes nehme ich ein bisschen Farbkarton-Pergament und stanze mir hier die... Pusteblume aus. Die brauchen wir auch nicht komplett. Also da reicht es eigentlich, wenn hier vorne der Teil drauf ist. Was mit dem Stiel da hinten abgeht, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. So, wenn das jetzt hält, dann durchkurbeln. So, das wäre das. Und das mal zur Seite direkt. Und die beiden kleinen Blätter möchte ich auch noch mit einbringen. Mal wenden zwischendurch. Hier ist noch aus der Weihnachtsproduktion, wie man sieht.
Hoffnung, das kann die Maschine greifen. Ne, muss ich die Platten ein bisschen. Da habt ihr hoffentlich das passende Infovideo zu der Maschine gesehen. Da verrate ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie man die Maschine besser und einfacher benutzen kann. So. Die kann wieder zur Seite, das kann alles zur Seite. Ja, ist schon praktisch, das kleine Ding. Also, dann haben wir eben hier diese wunderschönen Blätter mit der Prägung drin. Und diese Pusteblume. Die biege ich mir ein bisschen, dass die sich eher nach unten biegen will. Dann wird die nämlich nachher besser platt gedrückt. Und die möchte ich, dass die hier noch zusätzlich on top kommt. Auch das muss man nicht machen, das ist absolut optional. Aber ich finde, das ist nochmal ein schöner Touch. Und dann haben wir wirklich hier dieses Cluster, nenne ich das immer. Also hier dieser Punkt, wo viel passiert. Man darf es auf keinen Fall zu weit ausbreiten, sonst ist das Auge nämlich verwirrt, wo es hingucken soll, wenn da quasi zu viel passiert in der Region. Deswegen alles auf einen Punkt setzen und dann eben verschiedene Texturen übereinander, dann wirkt es eben sehr schön und sehr künstlerisch. Was man auch jetzt noch machen könnte, wenn man denn wollte, wäre an diesem Punkt hier hergehen. Das ist übrigens Abreißklebeband, damit fixiere ich das einfach hier unten. Wenn man denn gerade Klebeband aufsetzen könnte, Tim. Oh. So, wird nachher sowieso abgezogen und festgeklebt. Was man an dem Punkt auch noch machen könnte, ist so Farbsprenkel drüber setzen. Entweder ein bisschen grün oder so ein bisschen in dem Frostweiß oder dem Champagnernebel. Das sieht bestimmt ganz toll aus. Ich lasse es hier einfach mal weg, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Und dann unter, keine Ahnung, den aktuellen Facebook-Eintrag stellen oder sowas. Dann sehen es auch die anderen Leute. Das ist bestimmt ein ganz toller Effekt, der hier auch super hinpasst. So, alles klar. Dann kleben wir das mal auf. Und zwar habe ich eine Kartenauflage in Waldmoos. Das hier ist eine erste Kartenauflage. Das hier war eine zweite Kartenauflage. Und dann haben wir hier noch die passende Kartenbasis dazu. Die könnte man jetzt einfach so übereinander setzen. Jetzt sehe ich, ich habe es nur falsch geschnitten. Ich hält. Oh! Heute geht echt wieder einiges schief. So, die hat jetzt die korrekten Maße. Das ist gar nicht schlimm, da haben wir halt eine extra. Das benutzen wir entweder als Startblatt zum Sachen ausstanzen oder halt einfach auf die nächste Karte. So, das könnte man jetzt alles zentriert drauf kleben, so mache ich das meistens. Aber ich hatte mal ein bisschen eine andere Idee. Und zwar wollte ich, dass hier oben diese bunte Kante extrem klein wird, weil wir hier ja viel Weiß haben wollen. Und hier unten wollte ich, dass die weiße Kante besonders klein wird, weil wir hier unten viel Grün haben wollen. Das heißt, selbst in den Auflagen spiegeln wir hier dieses Motiv wieder, dass es unten dunkel und oben hell ist. Und deswegen habe ich das einfach ein bisschen verzogen und zwar nicht ganz zentriert aufgeklebt, sondern ein bisschen in die Ecke gerutscht. So, dass wir hier unten einen breiten Abstand haben und da oben einen ganz kleinen. Und dann kleben wir das auf, aber auch nicht mittig, sondern eben nach unten gerutscht, sodass wir hier unten einen ganz dünnen Rand bekommen, ganz wenig Weiß und hier oben wieder viel Weiß. Und so haben wir dieses Farbverlaufmotiv selbst hier drin. Und ich finde, das stört auch nicht die Optik. Es sieht irgendwie nicht ungekonnt oder schief ausgeklebt aus, sondern einfach gewollt. Einfach, weil wir hier unten dann mehr Grün, ganz wenig Weiß haben und hier oben viel Weiß und ganz wenig Grün haben. So, ich klebe es nochmal auf und erkläre es dabei nochmal. Das heißt, ich klebe zuerst die Kartenauflage auf, beziehungsweise wir brauchen noch ein Etikett. In der Farbe. Das stanzen wir uns jetzt einfach darauf aus, weil das sieht nachher sowieso keiner. So, Flüssigkleber. So, und anstatt das jetzt komplett mittig aufzukleben, gucken, dass die Kartenbasis richtig rum aufgeht, anstatt komplett mittig, rutschen wir das jetzt eben ein gutes Stück nach unten links, sodass wir oben eine große weiße Kante haben und unten nur so eine ganz schmale weiße Kante. Mir war die weiße Kante trotzdem wichtig, weil ich finde, die sieht sehr elegant aus, aber halt auch nur minimal. So, und dieses Stück, das klebe ich jetzt nicht mit Flüssigkleber auf. Ihr kennt mich, ich nehme bei dem Farbkarton lieber einen trockenen Kleber. Also können wir hier das ruhig abziehen. Dann habe ich hier noch mein Flink und Fest. Und dann mache ich mal hier so einen Streifen und da so einen Streifen und ein bisschen hier in die Mitte. Und damit klebe ich jetzt das hier auf und eben nicht mittig auf dem Grünen ausrichten, sondern nach oben rechts diesmal, sodass wir oben diese ganz schmale Kante haben, die hier so entlang geht. Ne, das ist schief. So nicht.
Ich rutsche es mal so, da kann ich besser erkennen, was ich tue. Ich halte es also hier unten an der Ecke fest, rück das auf, bis das gerade ist. So. Und so haben wir eben ganz dünnen Rand hier und einen dicken Rand da unten. So, und bevor ich es ganz festklebe und bevor ich es vergesse, habe ich hier noch einen Streifen Designerpapier. Der ist aus dem Designerpapier Löwenzahngarten und so heißt auch die Produktreihe. Habe ich euch schon mal gezeigt. Sind ganz viele elegante Muster drin. Aber auch viele Muster, bei denen ich persönlich Augenkrebs kriege, wo mir viel zu viele bunte Farben aufeinander knallen. Aber eben diese eleganten Muster, die finde ich total schön. In vielen gedeckten Farben. Und da habe ich einfach mal hier zu dem Waldmoospapier gegriffen. Aber ihr könnt auch jedes andere Designerpapier benutzen, was ihr halt habt. Oder auch einen Streifen Farbkarton oder was draufstempeln oder sonst noch was. Das ist völlig egal. Der ist 1,5 cm breit und 13,5 lang. Ebenso lang wie hier die Kartenauflage auch. Der kriegt einfach vorne und hinten einen kleinen Hauch von dem Flink und Fest. Auch wieder trocken. Und den wurschtel ich tatsächlich unter unsere aufgeklebte Pusteblume. Einfach, dass die schön das Hauptaugenmerk wird und eben da drüber verlaufen kann. Das klebe ich mir auf. Und was dann noch dazu kommt, ist ein bisschen Band. Und zwar das geflochtene Leinenband in Waldmoos. Das passt nämlich perfekt dazu. Und dann schneide ich mir hier noch also ein Stück ab und fummel mir ein Stück Abreißklebeband. Das hätte man natürlich eigentlich auch vorher machen sollen, aber daran habe ich nicht gedacht. Ihr könnt es nachher besser, weil ihr habt das Video ja schon einmal geguckt. Das heißt, ich fummel mir hier drunter das Abreißklebeband, indem ich das hier an den Piekser anklebe, die Kartenlage hochhalte und es dann quasi einfach drunter schiebe. Das klappt, weil ich es noch nicht fest angedrückt habe. Und dann fummel ich auch mit dem Piekser die Folie ab, die Trägerfolie. Das geht tatsächlich, ist ein bisschen fummelig, aber es geht. Da ist sie. Auf der anderen Seite, ne, wir fummeln erst das Band rein. Das kommt hier einfach reingesteckt. Und zugeklebt. Dann haben wir hier also unser Band. Und das wird auf die andere Seite geführt. Und dann hinten reingeklebt, aber erst machen wir noch das Etikett fertig. Das heißt hier die besten Wünsche, die werden ausgestanzt, auch mit der Stanze. Die heißt übrigens Apartes Etikett, eine meiner Lieblingsstanzen, weil ich die Etikettform sehr schön finde. Und ich finde es auch toll, dass da eben gleich diese Löcher fürs Band dabei sind. Hier Schlitz und kleiner Punkt. Und da haben wir auch dieses hier und da wird das jetzt reingemacht, wobei ich glaube ich tatsächlich lieber eine andere Stanze dafür nehmen, und zwar die dekorativen Details, weil hier das Loch ein bisschen kleiner und filigraner ist. Weil dieser Schlitz, der passt nicht so gut zu dem dicken Band hier. Das heißt, ich schnappe mir jetzt einen Bleistift und auf der Rückseite markiere ich mir mal hier die Mitte, damit, wenn ich das bis zum Anschlag hier in die Stanze reinstecke, auch sehe, wo die Mitte ist. Ihr seht den Bleistiftstrich in dem Loch. So kann ich es also mittig ausrichten. Und dann habe ich hier eben meine Führung für das Band. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Perfekt. Ja, passt einfach jetzt besser zu dem Band, was ich benutze. Auf all den anderen Projekten habe ich einfach hier diesen Strich aus dem aparten Etikett benutzt. Und da kommt eben unser Etikett rein. Das wird noch einmal ganz gemein auseinandergeschnitten, mit ein bisschen Kleber versehen. Und dann links und rechts unter dieses Etikett drunter geklebt. Einfach quasi als kleiner Farbtouch. Und damit das Etikett noch ein bisschen in die Länge gezogen wird. Das passt hier irgendwie besser zur Komposition. So, und dann haben wir eben hier unsere Bandlöcher, wo das von oben rein, unten entlang und von unten wieder hoch. Und schon ist unser Etikett aufgefädelt. Und das kann jetzt eben auf der anderen Seite reingefummelt werden, indem wir auch hier das Trägerpapier runterfummeln. Beziehungsweise, wenn ihr aufgepasst habt, dann hätte man das natürlich viel besser auch vorher erledigen können, bevor man es aufgeklebt hat. Dann wird es hier festgeklebt.
Und dann passt das perfekt. So. Du bleibst drin. Sehr schön. Dann schnappe ich mir noch meine Dimensionals. Hier. Und nehme da 2 Stück von. Drehe das hier einmal rum. So gut wie es halt geht. Und setze dann noch Dimensionals drauf. Ich möchte das Band nicht festkleben, weil auf dem Band kleben die nicht so gut, beziehungsweise kleben schon gut, aber dann kleben sie mir das Etikett nicht fest, sondern dann klebe ich nur das Band an. Das würde irgendwie keinen Sinn machen. Also zerschneide ich die lieber und nehme 4 Einzelstücke. 1, 2, 3, 4. Wenn ich es hinkriege. Ich habe heute echt alles in der falschen Reihenfolge gebastelt. Das tut mir total leid, aber mein Kopf ist heute sonst noch wo. So. Und jetzt können wir noch die finalen Touches machen. Wenn sich diese Blume hier, bei mir legt sich das jetzt sehr gut, deswegen werde ich das, glaube ich, so lassen. Man könnte das mit einem kleinen bisschen Kleber hier unten fixieren, muss man aber aufpassen, weil durch das Pergamentpapier sieht man schnell die Sachen durch. Jetzt können wir, wenn wir wollen, noch hier unsere Löwenzahnblätter einarbeiten. Ich glaube, das möchte ich tatsächlich auch, dass die noch hier so ein bisschen hochkommen, einfach weil ich die sehr schön noch dazu finde. Kriegen einfach ein bisschen Flüssigkleber hinten drauf. Nicht ganz runter, weil ich plane, das unten abzuschneiden. Und dann kommen da einfach noch hier eins hin. Und hier drüben auch noch eins hin. Auf der lilanen Karte habe ich die auch benutzt, die Blätter. Und da habe ich die einfach in dem Pergamentpapier genommen, weil die Blätter in lila, weiß ich nicht, ob die so cool aussehen, aber in dem Pergamentpapier sehen die auf jeden Fall dazu cool aus. Ich schneide die gleich nach unten ab. Aber hier auf dem Grün kann man die ja ruhig in dem Grün auch benutzen. Und dann fehlen noch 2 Sachen. Nummer 1, ein Schleifchen. Dazu schnappe ich mir nochmal das Band und knote hier ruhig auf der Rolle ein Schleifchen. Das muss auch nur ganz klein sein. Und schnapp mir einen Mini-Glue-Dot. Und dann setze ich dieses Schleifchen. Das könnte man jetzt entweder auf der oder auch auf der Seite machen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich schöner finde, aber ich glaube, die Seite gefällt mir besser, weil dann wird auch dieses diagonale Element nochmal aufgegriffen. Das heißt, das setze ich jetzt einfach hier noch dazu. Und das Coole an diesem speziellen Band hier ist, wenn man das ein bisschen staucht, dann kann man das an den Enden ganz toll aufdröseln und es sieht irgendwie cool dazu aus. Ja, muss aber noch deutlich kürzer geschnitten werden. Komm schon. So. Das heißt, jetzt kann man es ein bisschen aufdröseln. Sieht cool aus. So, und als allerletzten Schliff, bevor ich diese Dinger wegschneide, kommt noch ein Metallaccessoires Marienkäfer. Die sind total niedlich und die passen ganz toll zu der Farbkombination, die wir hier haben. Das heißt, auch da schnappe ich mir so einen Mini-Glue-Dot und setze den Marienkäfer einfach direkt auf den Glue-Dot drauf, also mit dem Körper. Die sind innen hohl, aber die Glue-Dots sind genauso groß, dass sie dieses Loch überdecken. Damit passt es dann wieder perfekt. Und den setze ich hier unten einfach auf die eine Löwenzahnblume drauf. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So, total niedlich, der Kleine. So. Und das ist es dann eigentlich auch. Dann schneide ich hier unten noch die Dinger weg und dann sind wir auch fertig. So, mal hier alles beseitigen. Und das ist die Karte von heute. Sehr artistisch, ein bisschen mal was anderes mit dem Löwenzahn-Set, finde ich aber total cool und irgendwie total elegant. Wir können noch was auf die Innenseite stempeln. Das können wir gerade ganz schnell einmal erledigen, weil hier ist so viel Platz innen, dass wir einfach nochmal
das Waldmoos-Stempelkissen nehmen, vielleicht einmal abstempeln und dann hier, das reicht eigentlich schon, könnte man hier auch nochmal machen, beziehungsweise da können wir dann auch die Pusteblume nehmen. So, das ist die Innenseite bestempelt und das ist die Karte. Dann, ganz wichtig, gibt es natürlich noch die Variationsmöglichkeiten. Also ihr könnt natürlich im Prinzip jede Farbe benutzen, die ihr wollt. Ich habe es jetzt hier mal eben in Waldmoos benutzt, weil das eben auch in der Reihe vorgeschlagen wurde. Genau wie zum Beispiel hier Hummelgelb und Abendblau. Mein Favorit sind, glaube ich, diese beiden hier. Die gefallen mir sehr gut. Hier habe ich zum Beispiel das Band in den In-Colors genommen, in dem abendblauen Band. Ist auch sehr, sehr, sehr schön geworden. Hier sieht man einen schönen Unterschied. Ich habe hier den grünen Farbverlauf sehr dominant gemacht. Bei dem blauen ist ein bisschen weniger. Deswegen kommt bei dem grünen die weiße Blume besser raus. Und bei dem blauen eben nicht so. Kann man gucken, was man besser gefällt. Dann habe ich noch hier einen Hummelgelb gemacht. Die finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Und da habe ich auch dieses kleine Bienchen oder Hummelchen oder was das ist genommen aus dem Set da. Das wollte ich jetzt nur nicht in blau oder in grün stempeln. Aber in gelb sieht es total toll aus. Und dann habe ich eben noch die beiden Beispiele vom Anfang. Das hier ist Rauchblau und das hier ist Amethyst. Was gibt es da noch zu sagen? Ich habe zum Beispiel bei Rauchblau, das geht jetzt fast unter, aber da habe ich dieses Designerpapier benutzt, wovon wir, das wir haben in jedem der Farbfamilien. Das heißt, die kann man sowieso immer benutzen dafür. Hier habe ich zum Beispiel gar kein Papier benutzt, sondern einfach mal zweimal Band. Eben auch ein weißes, das heißt, wenn ihr die Farbe nicht habt, dann kann man auch ein weißes nehmen. Das sieht auch gut aus. Hier habe ich auch die Löwenzahnblätter in Pergament drunter gesetzt. Und hier habe ich mal ein anderes Etikett genommen. Das ist aus den ganz meinen Geschmacketiketten ein sehr längliches eben. Schließ die Augen und wünsch dir was. Ein sehr schöner Spruch. Hier habe ich überall dieses aparte Etikett genommen. Was habe ich noch gemacht? Hier ist eben das Bienchen drauf, da jeweils der Marienkäfer. Und hier sind kleine Schmetterlinge drauf. Die haben wir so als Aufklebakzente. Die sind auch sehr schön. Genau. Aber ansonsten ist das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und eine dieser vorgeschlagenen Farbkombinationen gefällt euch. Bastelt doch gerne das mal nach, vielleicht auch mit ein bisschen anderem Motiv. Ein anderes Band ist ja völlig egal, aber bastelt das nach und schickt mir ein Bild auf Facebook, auf Instagram, per Mail, irgendwie so. Ich sehe sehr gern eure Farbkombination. Probiert mal aus, hier noch so ein paar Sprenkel drauf zu tun, also ein paar in der Farbe, ein paar in Weiß und ein paar in der Glanzfarbe. Das sieht bestimmt auch ganz stark dazu aus. Aber das war's für heute und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.